Hallo und herzlich willkommen, liebe Harzen und Freunde, zu einer weiteren Episode Standard. Ich mache jetzt mal hier die Quest eine andere. Aha. Spiel 5 Diener aus, die 1 kosten. Oh. Ich habe gehofft, ich kriege eine bessere Quest, habe eine schlechtere gekriegt. 5 Diener, die 1 kosten. Das wäre natürlich super gewesen mit meinem Ott Barkow-Deck, was ich gerade aufgenommen gespielt habe. Mit dem Taunt Hadronox Diener, die 1 kosten, kann er nicht mit dienen. Und Even? Auch nicht. Ja klar, ist er Even. Boah, Exodia Mage, Agro Mage. Agro Mage hätte den Wurm, ne? Ach, egal. Daily egal. Wir machen jetzt Taunt Hadronox Druide nochmal, weil der ziemlich gut läuft. Alles in allem. Und ich kurz davor bin, Rang 4 zu werden. Das wäre sehr, sehr schön. Ihr seht, die Sternchen sind voll. Aber momentan scheint ja ein anderer Druide sehr in zu sein. In der letzten Episode mit dem Baku Paladin, da ist mir dreimal hintereinander Malfurion gegen einer dieser neuen Druiden begegnet. Ich muss die Wildnis Ach, die Starthand ist jetzt nicht so Bombe, aber ich behalte sie mal, weil das ganz cool ist, wenn ich die Umbra auf der Hand habe, bedeutet das, dass das hier auf jeden Fall meine Spots ruft. Und die auf der Hand haben ist gut und Wildwuchs auch okay, also. Grüße. Alles in allem, es ist okay. Es ist okay. Na, im nächsten Zug machen wir hier Eichenranken. Das ist schon mal ganz gut. Ja, das Deck, das bekennt ihr ja schon von mir. Falls nicht, wie gesagt, am Anfang des Videos habe ich euch ja gezeigt. Oder halt in der Playlist nachgucken. Ich habe das schon häufiger gespielt. Auch für die Leute, die vielleicht neu auf dem Kanal sind. Oh. Na gut, aber wenigstens ist es früh weg. Das erste Kopfnuss. Ihr wisst schon, was ich meine. Je schneller das weg ist, dann kann ich mich später auch trauen, den Lich King zu spielen. Ausweiden. Okay. Die Bruderschaft wird siegen. Oh. Ein taktischer Fehler. Spektakulär. Das Coole ist, ich habe hier schon wieder meine Lieblingskombo auf der Hand für 9 Mana.
Eigentlich könnte ich im nächsten Zug mal Karten ziehen. Wobei ich natürlich auch gerne noch irgendwas spielen würde neben dem Kartenziehen. Deswegen bin ich fast am Überlegen, ob ich den Spot hier spiele. Weil wir sind ja dann auch im 8-Mana-Zug. Spot hoffen, dass er stehen bleibt. Und dann halt Umbra Cube auf den Spot. Und dann steht, wird aus einem werden einfach mal 4 gemacht. Und das ist dann schon ziemlich nice. Und wenn später die Hadronox kommt, dann beschwöre ich tausende Bäume und alles ist gut. Andererseits, er wird den Baum halt einfach kaputt machen, ne? Noch ein Cube. Ja, den Spot, den wird er kaputt machen, leider. Kopfnuss. Das ist natürlich eigentlich nicht so schön, aber doch schön, denn der Baum, der lebt noch. Einerseits und andererseits mal überlegen. Ich habe wieder kein Kartenglück, ne? 12 noch im Stapel und ich habe noch nicht Hadronox gezogen. Nee. Also das läuft nicht. Ich muss jetzt Hadronox ziehen, sonst sieht's bitter aus. Ich muss die jetzt ziehen. Jetzt. Nope. Nope. Ja, und somit zerbröselt der Keks. Jetzt muss ich das benutzen. Das ist schon mal sehr schlecht. Ich habe nur noch 10 Karten im Stapel. Das ist mies. Das ist richtig mies. Jetzt muss ich im nächsten Zug, bin ich gezwungen, üble Verseuchung zu spielen. Zieht 5 Karten, dann mille ich mich selber, das ist echt mies. Ich kann nur hoffen, dass ich... Ja, aber jetzt muss ich beide wieder ziehen, ne? Oh, das darf echt nicht wahr sein. Hat er mich echt gekriegt, ne? Ah,
Aber vielleicht hätte ich den 8-4er stehen lassen sollen. Und den Ein-Mana-Spell nicht casten sollen. Ah, ich hab den ja nochmal. Boah, ey, der drückt und drückt und drückt, ne? Und ich krieg einfach nix. Die Frage ist, wenn ich Umbra, ein Cube auf Umbra mache, löst der Effekt von Umbra dann aus? Das habe ich noch nie ausprobiert. Nein. Willkommen in meinem Netz. Krass. Oh Mann, ist ja gut. Bitte lass mich Hedronox ziehen jetzt. Oh! Darf nicht wahr sein. Den spiele, bin ich tot. Weil er den einfach kaputt macht. Und mich kaputt macht. Das spiele. Boah, ich hätte. Warte, das war die. Alter. Vier, acht. 19, 13, 16. Oh, du Mann. Ach Mann. Das ärgert mich jetzt. So ein Pech gehabt, ne? Aber immer kurz vorm Aufstieg. Immer. Immer. Grundsätzlich. Furion gegen Garrosh. Sieg oder Tod. Naja, neue Runde, neues Glück. Auch nicht so viel jammern, aber das war schon sehr unlucky, oder? Manchmal klappt das so schön, ne? Und manchmal überhaupt nicht. Oha, das wird ein spannendes Duell. Jorge Kapu. Jorge Kapu.
Ja, genau. Weißt du, und jetzt ist das die fünfte Karte, die ich ziehe. Aber that's the game, was soll ich sagen? So ist das Spiel. Ich denke, die Runde wird deutlich besser laufen, alleine schon, weil ich Hadronox und die auf der Hand habe. Das ist schon mal die halbe Miete bei dem Deck. Das ist schon mal die halbe Miete, da kann ich bei 10 Mana schon mal ein bisschen was machen. Das ist doch schon mal was. Lass diesem Herzen sprechen. Den werde ich traden. Kein Bock hier auf Wirbel. Wirbelgedöns. Die Frage, cube ich den? Nee. Spiele ich lieber den im nächsten Zug. Und cube vielleicht den. Im 9-Mana-Zug. Wenn der überlebt. Aber das ist selten, dass der überlebt. Ich glaube nicht, dass der überlebt. Der kriegt einen Schildschlag oder... Irgendwas kriegt er. Irgendwas kriegt er ab. Ich könnte natürlich auch erst den hier spielen, präventiv. Aber... Und hinrichten. Komm, töte ihn. Vielleicht hätte ich den eben zuerst spielen sollen. Und dann den Lich King. Entweder er spart es sich auf oder er hat echt keine Antwort. Nicht so Bombe, aber ich krieg immerhin. Geisterstunde Cube Combo könnte ich machen. Hab ich schon Cube benutzt? Nee, ne? Ich glaub nicht. Brave kleine Raptoren. Wow. Oh wow.
Ja. Hey. So. Geisterstunde. Cube. Oh ja. Schon drei. Ja, und es gibt noch mal 1, 2, 3 Lich Kings. Ach ja. Spektakulär. Ja, die ist nicht so geil, vernichtet alle Diener. Und jetzt lässt die Umbra auf sich warten, ne? Jetzt kriegen wir die Umbra nicht. Ah, brauche ich auch nicht. So viele Hadronoxes gekriegt. Vor allem mit so vielen Lich Kings, das ist echt der Wahnsinn. Ich habe ja nur Lich King Karten auf Hand. Ja, do it. Lacker. The luck. Oh. Ich habe halt auch so viele Karten auf der Hand. Das ist unschön. Ich frage mich, ob... Wartet auf niemanden. Spektakulär. Ja, was willst du tun, Junge? Nix. Gar nichts. Ich frage mich, ob. Ja, ich frage mich auch immer, ob. Oh ja, jetzt geht's los. Echo hinrichten. Jetzt spielt er alles, was er hat. Jetzt geht's um die Wurst. Einer ist tot, einer rückt nach.
Und noch ein Lich King. Noch ein Wirbel. Noch ein Wirbel. Jetzt macht er nochmal Hero Power. Jop, jop. Oh ja. Ich glaube, ich werde noch mal irgendwann die nächsten Tage, wenn ich mal Zeit und Lust habe. Wobei diese Woche wird es wieder enger. Aber irgendwann werde ich mal ein längeres Hadronox-Video wieder machen. Oh, Legend! 7184. Ja, okay. Ich möchte Rang 4 werden und spiele gegen Legend. Immer dasselbe. Im Eifer des Gefechts habe ich jetzt meinen Card Draw abgeschmissen, ey. Grüße. Die Freude ist ganz meinerseits. Wieso spiele ich gegen Legend? Was ist das? Der ist so oft verloren, dass er gegen 5 gepaart wird, aber er ist doch 4100. Halt auch die Frage, ne? Wenn ich die ganze Zeit nur verliere, spiele ich dann auch wieder gegen Rang 10 Leute oder was? Wäre mal interessant zu wissen. Oh, das wäre blöd gewesen, wenn jetzt die Umbra aufs Feld gekommen wäre, ne? Habe ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht. Ah, da habe ich eben auch schon gegen verloren, ne? Ich erinnere mich vage. War eine Einladung. Ich traf eine Frau ohne Hoffen. Okay. Ich glaube, ich spiele die beiden als nächstes. Erstmal das und dann das. Geht das auf? 4, 5, 6, 7, ja.
Halt! Wer da? Wobei, das hier rekrutiert keinen mehr, ne? Ich habe die beiden Spots schon gespielt. Aber wenn ich den mache, dann habe ich noch zwei Mana übrig, könnte ich das noch machen. Wildwuchs und... Ach, ich weiß nicht. Oder ich mache das und... Ne, komm. Ich bin die Wurzel aller Welt. Machen wir es so. Oha! Das ist nicht mehr schön, ne? Das ist nicht mehr schön. Ja, gegen die, hier, was weiß ich, wie sich das nennt hier, Spinnenschurke, da kriege ich immer auf den Sack, vor allem wenn ein Legend Spinnenschurke ist. Überleg doch bitte nicht so lang, es kann doch nicht so schwer sein. Du gehst mit den zwei Bananen auf den drauf und dann hast du trotzdem noch deine geilen. So schwer ist es doch nicht. Ich muss mich bald entscheiden. Und dann macht er mir immer noch 12, 13. Ja. Gib mir denn dazu überlegen, Kollege. Ach, hallo, du kommst auch mal. Too late. So viele Möglichkeiten. Spektakulär. Nächsten Zug hätte ich die Combo machen können. Schade. Ich gebe mich geschlagen. Was sagt der Tacho? Oh, ist schon wieder an der Zeit, ne?
Ist es wirklich schon so spät? Ich hoffe, euch hat es trotzdem ein bisschen gefallen. Herr Dronox Druiden Action. Und bis zum nächsten Mal.